Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes bedarf der Zustimmung des Bundestags. So steht es klipp und klar im Parlamentsbeteiligungsgesetz. Auch wenn in den Koalitionsverhandlungen über die konkrete Ausgestaltung dieses Parlamentsvorbehalts gestritten wurde, heißt es im Koalitionsvertrag scheinbar eindeutig, der Vorbehalt ist keine Schwäche Deutschlands, sondern eine Stärke. Doch schon die Absichtserklärung von CDU und SPD wenige Zeilen weiter, per Kommission prüfen zu wollen, wie die Rechte der Abgeordneten gesichert werden können, zeigt, ganz so einfach ist es nicht. Zunehmend multinationale Stäbe auf NATO- oder EU-Ebene müssen sich auf beteiligte Bundeswehreinheiten verlassen können. Volker Rühr und seine Kollegen in der Kommission haben sich vor Ort, etwa beim Europäischen Lufttransportkommando in Eindhoven oder beim Allied Joint Force Command in Brunsum, einen Eindruck von den integrierten Strukturen verschafft. Wenn Deutschland, wie im Fall Libyen, aufgrund politischer Erwägungen den Einsatz von Bundeswehrsoldaten in multinationalen AVEX-Aufklärungsflugzeugen verweigert, dann hat das Auswirkungen auf die Partner. Dann steht die Verlässlichkeit Deutschlands in Frage, so das Argument. Die Opposition verweigerte eine Mitarbeit in der Kommission. Grüne und Linke vermuten, dass die Rechte des Parlaments abgeschwächt werden sollen. Kann die Bundesregierung regelmäßig eine Sammlung von multinationalen Verpflichtungen vorlegen, der das Parlament dann einen besonderen Stellenwert gibt? Kann man so weit gehen, den Parlamentsvorbehalt nach einer Einsatzentscheidung der Bundesregierung auf ein Rückholrecht zu reduzieren? Nur zwei Fragen, die im Rahmen dieser Diskussion erörtert werden. Eines ist sicher, die Bündnisintegration entwickelt sich weiter. Von Volker Rühe werden Handlungsoptionen erwartet. Klaus Remme berichtete, und am Telefon ist Volker Rühe von der CDU. Von 1992 bis 1998 war er Bundesverteidigungsminister im Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl. Guten Morgen, Herr Rühe. Guten Morgen, Frau Engels. Es werden Handlungsoptionen erwartet, hörten wir gerade hören. Zu welchen Zwischenergebnissen ist Ihre Kommission denn bislang gekommen? Ich denke, wir sind auf einem guten Wege und wir stimmen alle überein, dass ein hohes Gut ist, die Mitwirkung des Bundestages. Das ist ganz wichtig für den Rückhalt für die Soldaten innerhalb der Bevölkerung. Aber wie eben dargestellt, wir haben eigentlich gar nicht mehr länger rein nationale Armeen in Europa. Die Arbeitsteilung wird immer stärker und das ist auch notwendig, um zu vermeiden, dass es zu einer Renationalisierung kommt, die einmal gar nicht bezahlbar wäre und zum anderen auch den europäischen Geist zerstören würde. Und deswegen suchen wir nach einem Verfahren, wie eben Bundesregierung und Bundestag zusammenarbeiten können. Im Übrigen war es häufig auch die Bundesregierung, die falsche Entscheidung getroffen hat. Der Abzug unserer Soldaten aus den AWACS-Flugzeugen, was andere handlungsunfähig macht, das sind Aufklärungsflugzeuge. Sowas darf nicht wieder passieren. Und eine Vorstellung ist in der Tat die, dass die Regierung einmal im Jahr dem Parlament berichtet, wo andere sich in Abhängigkeiten von uns begeben haben, wo es europäische Fähigkeiten der Bundeswehr gibt, auf die sich auch andere verlassen. Und das sollte das Parlament von Anfang an zustimmend zur Kenntnis nehmen, aber dann im Einzelfall sicherlich auch die Einsatzentscheidung treffen. Aber wie soll das im praktischen Fall gehen? Soll im Ernstfall, wenn es vielleicht auch schnell gehen muss bei solchen Bündnisfällen, das Parlament hinter dieser Verpflichtung zurückstehen? Die Schnelligkeit war nie das Problem. Wir haben schon zu meiner Zeit an einem Tag eine Entscheidung getroffen. Oder sonst kann auch der Bundestag in 2 oder 3 Tagen mit den entsprechenden Lesungen von Mittwoch bis Freitag die Entscheidungen treffen. Das Entscheidende ist, dass unsere Freunde und Nachbarn in Europa sich verlassen können auf uns. Die gesicherte zur Verfügungstellung der Fähigkeiten, die ich transnational nenne, europäische Fähigkeiten, darauf kommt es an. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, in die Zukunft gedacht. Es soll ja jetzt einen schnellen Einsatzverband geben, der innerhalb von 48 Tagen eingesetzt werden kann. Und ich denke, es wäre gut, wenn die Bundesregierung, wenn das in der NATO abschließend geregelt ist, ins Parlament geht und dem Parlament berichtet, in welche Abhängigkeiten wir uns begeben haben und was von uns erwartet wird, wenn wir die anderen nicht lahmlegen wollen. Und das sollte das Parlament zustimmend zur Kenntnis nehmen. Dann kann es in der konkreten Situation immer noch, das gibt es auch, die Möglichkeit einer Eilentscheidung geben. Es muss also eine engere Zusammenarbeit von Regierung und Parlament geben. Es gibt eine gemeinsame
Verantwortung. Und noch einmal, war häufig auch die Regierung, die durch mangelnden Führungswillen unsere Nachbarn verunsichert hat, ob sie sich wirklich auf Deutschland verlassen können. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und werden das bis Anfang nächsten Jahres auch zustande bringen. Was würde denn das zum Beispiel bei einer Erweiterung der Truppenpräsenz im Baltikum bedeuten? Wie würde das genau ablaufen? Es gibt keine Erweiterung der Truppenpräsenz für den Fall, dass, wie Sie wissen, ja, sondern es gibt ja die Überlegungen für einen Einsatzverband der NATO, der innerhalb von 48 Staaten eingesetzt werden kann. Wenn eine solche Vereinbarung geschlossen wird, sollte die Regierung ins Parlament gehen und dem Parlament von Anfang an klar machen, welche solchen Soldaten hier involviert sind und was das für Deutschland bedeutet und wo sich andere auf uns verlassen. Und das sollte das Parlament zustimmend zur Kenntnis nehmen. Das ändert nichts daran, dass man dann in einer konkreten Situation die Einsatzentscheidung trifft. Aber wir haben schon jetzt etwa in Brunsum, was wir besucht haben, ein Hauptquartier der NATO, 30% werden von deutschen Soldaten gestellt, aber auch der Chef, und der müsste zu Hause bleiben, wenn dieses Hauptquartier verlegt wird, bis der Bundestag entscheidet. Und deswegen ist es wichtig, dass die Regierung regelmäßig ins Parlament geht und sagt, wo sind die Hauptquartiere, wo sind zum Beispiel Luftbetankungsfähigkeiten, auf die sich andere verlassen. Überhaupt neue Waffensysteme für die Zukunft sollten wir in aller Regel nicht mehr rein national beschaffen, große, teure Waffensysteme, sondern europäisch abgestimmt, arbeitsteilig, das spart Geld, aber das bringt dann auch die Verantwortung mit sich, dass die Dinge zur Verfügung stehen, wenn die Situation gegeben ist. Die jetzt erörterten Fälle betreffen ja Beispielfälle, wo innerhalb des NATO-Bündnisses operiert werden soll. Jetzt ist es aber auch so, dass an die Bundeswehr, an die Bundesregierung auch andere Ansprüche herangetragen werden. Schauen wir auf den Konfliktherd Irak. Da versucht ja nun US-Präsident Obama erneut eine Koalition der Willigen zusammenzustellen, jenseits der Bündnisverträge der NATO. Es geht darum, die radikal-islamistische Miliz IS zu bekämpfen. Wenn die Bundesregierung hier beschließt, sich zu beteiligen, sollte man dann auch hier Möglichkeiten einräumen, das Parlament später oder anders zu informieren? Ja, das ist ja 20 Jahre lang praktiziert worden, bei Afghanistan, bei Somalia, bei Bosnien, beim Kosovo. Dafür ist das Gesetz ja geschaffen worden für die. Das heißt, da gehen Sie gar nicht dran an solche Fälle. Das bleibt so, wie es ist. Es steht ja gar nicht zur Diskussion, sondern es geht um bestimmte Fähigkeiten der Bundeswehr, die transnational sind, auf die sich auch andere verlassen. Und darüber sollten Parlament und Regierung einmal im Jahr sprechen, im Wissen, dass andere sich auf uns verlassen. Wir kommen immer mehr dazu, arbeitsteilig in Europa die Verteidigung zu organisieren. Die Niederländer haben keine Panzer mehr. Es muss auch nicht jeder Panzer haben, aber dann muss man sich auch auf die Kräfte des anderen verlassen können. Das ist eine zentrale Frage der europäischen Sicherheitspolitik. Und hier muss es von Anfang an eine Gemeinsamkeit von Regierung und Parlament geben. Es kommt also darauf an, das Parlament frühzeitig zu informieren, frühzeitig in die Mitverantwortung zu nehmen, wenn die Regierung solche internationalen Bindungen eingeht. Aber über den konkreten Fall, den ich gerade beschrieben habe, müsste das Parlament wie bisher dann auch mitentscheiden. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Ja. Aber erstens gibt es den Fall nicht und zweitens ist das überhaupt gar nicht die Frage. Das Parlament soll entscheiden und wird entscheiden, aber es soll früher informiert werden, wo die Bundesregierung Verantwortung übernimmt im Hinblick auf andere Nationen, wo wir gemeinsam handeln und wo sich andere auch auf die gesicherte Verfügbarkeit unserer militärischen Fähigkeiten verlassen können. Nun gab es ja auch rund um einen nächsten Beispielfall auch eine Debatte. Da ging es um die jüngsten Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak. Dass klar war, dass aufgrund der gesetzlichen Basis hier der Bundestag debattieren konnte, aber nicht mitentscheidet. Da liegt die Entscheidung bei der Exekutive. Sollte denn das Ihrer Ansicht nach geändert werden? Nein, es sollte nicht. Es sollte ja auch noch einen Raum für Regierungshandeln geben, sonst können wir die Regierung abschaffen und gleich nur das Parlament entscheiden lassen und vielleicht einen Ausschuss im Parlament gründen. Nein, es muss auch den Raum für Regierungshandeln geben. Das ist hier auch klar geworden. Das ändert nichts daran, dass ganz natürlich ist in der Demokratie, dass das Parlament auch darüber diskutiert. Linke und Grüne arbeiten ja in ihrer Kommission nicht mit, weil sie gefürchtet haben, dass bei Entscheidungen über Auslandseinsätze zu viele Rechte vom Parlament an die Exekutive übergehen. Denken Sie, Sie können diese Sorge nun zerstreuen? Das denke ich.
wer sich informiert, und das wird ja immer deutlicher werden in den nächsten Monaten, werde auch trotzdem den Kontakt suchen, der weiß, es geht hier nicht um wenige Rechte für das Parlament, sondern um die Sicherung der Rechte des Parlaments in einer Welt, in der es nicht mehr rein nationale Armeen gibt, sondern Armeen mit europäischen, mit transnationalen Fähigkeiten. Und das gilt auch für die Bundeswehr. Herr Röhr, Sie waren lange Jahre Verteidigungsminister. Nun hat die jüngste Zuspitzung des Ukraine-Konflikts ja auch die Frage der generellen Verteidigungsfähigkeit und Ausrichtung des Bündnisses NATO neu belebt. Müssen die deutschen Gelder für den Verteidigungsetat da aufgestockt werden? Drei Dinge müssen geschehen. Erstens muss das Geld, was das Parlament bewilligt, auch ausgegeben werden. In diesem Jahr gibt die Verteidigungsministerin Hunderte von Millionen zurück, weil die Rüstungsvorhaben nicht rechtzeitig kommen. Das hat sie geerbt, das Problem. Aber für die Zukunft, für das nächste Jahr, muss sichergestellt werden durch ein bestimmtes Verfahren, dass die Mittel, die das Parlament bewilligt, auch ausgegeben werden. Und das Zweite ist, und da kommt unsere Kommission ins Spiel, wir müssen bei den teuren, großen Projekten der Zukunft, ich denke an Drohnen oder auch an Miets, Abwehrsystem, in Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Ich denke auch, dass wir mit den Polen mehr zusammen machen müssen. Gemeinsame, integrierte Projekte starten, das spart Geld, wenn das nicht rein national gemacht wird. Und erst drittens muss man dann prüfen, ob, wenn mehr geübt werden muss, wenn es eine schnellere Verfügbarkeit geben soll, auch mehr Mittel zur Verfügung stehen. Aber diesen Dreierschritt, den brauchen wir. Das Geld, was das Parlament in diesen Tagen bewilligt, das muss auch wirklich ausgegeben werden für die Fähigkeiten der Bundeswehr im nächsten Jahr. Das muss sichergestellt werden. Und zweitens, wir müssen aufhören, rein national zu denken. Wir können Geld sparen, zunächst die kleinen und mittleren Nationen, später auch die großen, indem wir die europäische Verteidigung stärker transnational und arbeitsteilig organisieren. Volker Rühr, ehemaliger Bundesverteidigungsminister von der CDU, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. 8:04